herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garden Pause. Ja, wir sind schon businessmäßig mehr oder weniger schick angezogen. Und schon wieder haben wir hier was, was wir lesen müssen, wenn wir rauskommen. Guck mal, ach du Schande, okay. Chickens, howdy Partner. Looks like your chicks will be fully grown soon. Also es sieht aus, als ob meine Hühner nun ausgewachsen sind, beziehungsweise es waren ja mal Küken. They'll be dropping eggs and... Achso, die haben vorher noch gar keine Eier gelegt. And feathers around your coop that you can sell. Ja, ist die Frage, ob ich die Eier verkaufen möchte oder nicht. Ich weiß nämlich immer noch nicht so genau, wofür sie eigentlich sind. Or you can sell the chickens for a bit of a profit as your shop. Meine Hühner soll ich verkaufen, okay. Nö. new campsite. Wonder if you want to help me out. Wieso wundern sich eigentlich immer alle? I'm Kieran and I found the perfect spot to set up a campsite to get some visitors in the area. But I need the area cleaned up a bit, okay. Meet me at my cabin tomorrow behind the waterfalls and we can get started. Okay. Das schreibe ich mir mal auf beim Wasserfall. Wobei, normalerweise müsste ich das irgendwo drinstehen haben. Ich schreibe mal Camping. Ich glaube jetzt nicht, dass die Camping wirklich damit meinen, aber Campsite, ich weiß das nicht genau. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch noch hin. Seen any shooting stars? Oh, was für Sterne? If you find yourself out late at night, keep... Ah, spät abends. Keep an eye on the sky. Soll man nach oben in den Himmel gucken? You might get lucky and find a falling star. Okay, wir können glücklich... Also wir könnten das Glück haben, dass wir einen fallenden Stern finden. Das wäre natürlich mega geil. If you find yourself with one, you're free to use my anvil to try and break it open. Achso, Beltran, das war, glaube ich, der von der Schmiede, genau. Also er sagt, wenn wir einen finden, dann können wir seinen, ich komme immer noch nicht auf das Wort, was es auch bei Minecraft gibt, dieses Ding, benutzen und den dann aufbrechen. Legion says a fallen star may contain precious treasure. Also deine Legende sagt, dass ein gefallener Stern spezielle Schätze in sich birgt, wie auch immer. To crack it open, simply hold. Ja gut, dann erklärt er mir noch, wie ich das machen kann. Das wissen wir ja. Making new friends. Achso, wieder von meinen Großeltern. There are lots of animals around the island. With a little bit of love, you can tame them using the right items. Also es geht darum, dass es sehr viele Tiere hier gibt und mit ein bisschen Liebe können wir die halt alle zähmen und mit den richtigen Items, wie jetzt zum Beispiel die Möhren für die Hasen. If you come across foxes, oh, Füchse gibt es hier auch, you can tame them with a small fish. Ah, okay. Also Füchse, das schreibe ich mir mal auf, ich weiß nämlich nicht, ob man das wirklich noch irgendwo findet. Füchse kann man mit Fischen zähmen. Ferrets like wool, beer like honey. Was sind denn Ferrets? Ferrets, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Die mögen Wolle. Okay, also ich schreibe mir mal einfach Ferrets auf Wolle. Und Bären, also ich habe bisher noch keinen Bären gesehen, aber okay. Die mögen auf jeden Fall Honig. Mal gucken, ob man sich hier irgendwie einen Bären ja, nach hier bringen kann oder so. And Deer, das müssten eigentlich Hirsche sein, glaube ich. Mögen hohes Gras. Hohes Gras, okay. Ich weiß nämlich nicht, ob man das irgendwo nochmal nachlesen kann. You need a proper home for them. Okay, also wir müssen vorher halt ein schönes Zuhause für sie gebaut haben. You can buy a blueprint from a blueprint vendor when you see one. Okay, also wenn wir diesen... Mann, es ist schon sehr spät, meine Stimme lässt auch schon nach. Wenn wir diesen Blaupausen, dieses Gebäude dazu aufbauen, dann können wir da auch neue Blaupausen holen, um halt welche dafür zu kaufen. So, ich hoffe, jetzt kann man meine Stimme wieder besser verstehen. Running low on energy. Ja, leider sehr, sehr viel.
Your grandfather and I were running around looking at all the signs where we started to run out of energy. Lucky there was a nice restaurant nearby with some grilled fish. Ach, deswegen kann man wahrscheinlich dieses Restaurant für sich selber bauen, dieses Inn oder wie das heißt, damit man seine Ausdauer wieder erhöhen kann. Ah, you can recover some energy too if you'd like. First you'll have to learn how to make a workbench from a blacksmith. Okay, also wie wir eine Werkbank machen, wissen wir schon. Wir haben schon eine. Once you have a workbench, craft a campfire grill. Also wir müssen dann den Campfire Grill, also den Grill halt, craften. When you can fry up some toasty grilled fish and eat it to recover some stamina. Das ist ja cool. Also wir müssen den Grill machen. Das schreibe ich mir jetzt mal als nächstes Ziel auf. Das heißt, wir haben ja schon so viele Ziele. Da müssen wir dann Fische machen und da bekommen wir dann Ausdauer durch. Das wäre natürlich total geil. Das einzige Problem ist nur, ich habe es mit dem Angeln ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Ich glaube, ich muss einen Köder machen. Die habe ich auch schon gemacht. Kann ich auch mal raus. Und ich müsste das eigentlich mal demnächst ausprobieren. Aber das mache ich mal in einer anderen Folge. Weil, habe ich die jetzt hier reingetan? Moment, ich habe 7. Habe ich nicht mehr gemacht? Hä? Ich habe doch 7 gerade erst gemacht, oder nicht? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber okay. Also ich war auf jeden Fall fleißig mit dem Sammeln. Und ich habe jetzt meines Erachtens eigentlich mehr, aber anscheinend doch nicht so viel. Ach, das sind insgesamt jetzt 12. Genau, das sind gar nicht 7. Ich Blödmann. Ich habe 12 von diesen Platten jetzt gemacht. Und ich bin am Überlegen, ob wir die nicht vielleicht hier so ein bisschen erhöht hin machen sollen. Da müssten wir das hier wegmachen. Weil ich möchte das gerne so machen. Ich glaube, das war bei 7 Days. Das kann ich so lassen. Das ist eigentlich gut genug hier. Ich glaube, das war bei 7 Days. Da habe ich das genauso gemacht. Da habe ich, kann ich die auch gerade machen? Ja. Da habe ich mir nämlich so gerade Platten sozusagen überall drunter gestellt. Und habe dann Kästen reingemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Blumenkästen waren oder ob es jetzt irgendwas anderes war. Ehrlich gesagt, ich habe es vergessen. Und so würde ich es hier auch sehr gerne machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen hier hingebaut, dass es hier oben ist. Wenn nicht, wäre das jetzt echt blöd. Ich hatte ja eigentlich vor, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich mir die Platten machen könnte, um ein Haus zu bauen. Aber das mit dem Haus, ja, passt doch perfekt hier mit den Vieren. Das mit dem Haus lasse ich jetzt erstmal, das werde ich auch noch machen. Ich habe aber was anderes überlegt. Also diese Platten, da möchte ich gerne, die habe ich jetzt leider noch nicht gecraftet. Ich muss mal gucken, ob ich die heute vielleicht noch hinkriege. Da werden auch noch Stufen hier hochgehen, wenn ich das so in den Boden reinmachen kann. Ich hoffe, ich kann das in den Boden reinmachen. Da werden so, die hatte ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Ne, wie heißen die Dinger denn jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja. Oh nein, ich finde sie nicht mehr. Hier, diese Brick Planter. Ich habe mir den Namen nochmal angeguckt und ich meine, das ist wie bei Kuhn. Ich meine, die hießen auch so. Jetzt ist das wahrscheinlich nur Optik, was jetzt hier steht, nehme ich mal an. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich muss sowieso einiges an Steine noch holen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir die direkt mit Steinen machen würden, statt mit Holz. Weil die sehen natürlich auch nicht schlecht aus. Und ich habe wahnsinnig viele Steine eh schon übrig. Dann könnte ich die eigentlich sogar jetzt machen. Moment, ich schau mal eben, weil dieses Kuddelmuddel, was hier ist zum Beispiel mit den Kisten, das will ich natürlich dann auch wegmachen. Ich will hier oben, ich hatte das ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, möchte ich gerne diese Kisten hinstellen, damit ich regelmäßig wirklich Blumen verkaufen kann. Also ich möchte die anbauen und ich möchte, was waren das? Ach so, genau, diese Weizen, die möchte ich hier gerne anbauen.
weil die nämlich auch sehr, sehr wichtig sind. Achso, da fällt mir ein, ich muss meine Hühner überhaupt noch füttern. Meine mittlerweile zu Hühner gewordenen. Ja, genau, dich nehme ich jetzt auch noch mit, das Ei, so und so. Weil, ihr merkt schon, wir haben jetzt nur noch 11 von diesen. Müssen wir die überhaupt noch füttern? Nee, wir müssen die gar nicht mehr füttern, wenn die. Ah, okay. Kann ich da eins kaufen? Heißt das kaufen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich würde nämlich gerne eins kaufen. Ich wüsste sonst nicht, wo ich eins herkriege. Ich hätte hier nämlich noch Platz für ein weiteres. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur warten und dann vermehren die sich irgendwie von selber. Das wäre natürlich auch ganz cool. Ich lasse das erstmal so. Mal gucken, ob die sich vielleicht vermehren. Oh, oh, oh. Ich sehe da gerade was. Ah. Ja. Jetzt muss ich da wieder so weit. Ah, das ist doch Mist. Blue Mystery Box. Das ist ja cool. So, die öffnen wir natürlich auch mal eben auf die Schnelle. Und haben einen roten Fisch rausbekommen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber Red Snapper. Okay. Kann ich vielleicht mal später was mit anfangen? Keine Ahnung. Ich weiß zumindest jetzt noch nicht, was es ist. Sagen wir es mal so. Hier sieht es jetzt natürlich noch ein bisschen doof aus. Also da die Platten so schweben, möchte ich hier wirklich dann auf der Seite... Ach so, jetzt steht das aber im Weg hier. Jetzt weiß ich nicht, ob das geht. Oder ich muss irgendwie die Platten mit Holz nach unten bauen, wenn das möglich ist. Hm. Müssen wir echt mal gucken. Also auf der anderen Seite werde ich auf jeden Fall Treppen bauen, dass man hier so hochlaufen kann. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das auf der Seite mache. Es tut mir leid, wenn ich zu viel rede und ich rede im Moment definitiv zu viel, dann kriege ich wieder Hustenanfälle. Mein Problem ist, ich habe ja auch gerade gar nichts mehr zu trinken. Da müsste ich eigentlich auch noch dringend was Neues holen. Also ich möchte hier, wie gesagt, die Blumenkästen hinmachen, damit ich Weizen anbauen kann, damit ich dann ja auch die Blumen anbauen kann, wo ich extra die Samen von gesammelt habe. Habe ich sie jetzt hier drin? Ich habe sie, glaube ich, hier drin. Genau, weil die Red Daisies, die kommen ja auch nicht so oft zum Beispiel. Und wenn wir die jetzt anpflanzen, dann können wir halt höhere Erträge dann bekommen, weil die halt teurer verkauft werden können. Das lege ich mal so lange hier rein. Achso, die Steine, genau, die wollte ich ja noch rausnehmen. Ich habe eh davon so viel gesammelt. So, und ich habe noch ganz, ganz viel vor, aber dazu muss ich unheimlich viel sammeln, muss ich sagen. Was ich mir überlegt habe, dass ich das hier unten so offen halte, so wie das da hinten im Hintergrund ist. Ich habe nämlich gesehen, man kann hier... wo waren die denn jetzt? Man kann hier diese Dinger hier bauen. Diese, ja, Wooden Pillar heißen die. Ich denke, ich hoffe, dass das nicht nur zum Craften war, sondern dass das auch Verzierung ist. Die möchte ich gerne so drumherum machen, dass wir alle vier Ecken quasi dann so ähnlich haben, wie da hinten das aufgebaut ist. Und ich oben drüber noch ein Dach machen kann. Und wenn alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, wobei ich nicht weiß, ob das so klappt, dann würde ich gerne irgendwie vielleicht von hier aus oder so eine Treppe da hochbauen. Und auf der zweiten Etage, muss ich dann mal gucken, würde ich dann vielleicht so eine Werkbank hinbauen oder mehrere Werkbänke. Es gibt ja verschiedene Werkbänke. Und dann Kisten. Also ich habe hier auch schon gesehen, dass man hier... Wo stand das jetzt? Hier, Storage Workbank. Das heißt, ich vermute ganz stark, dass wenn man die baut, man letztendlich auch... boah, da braucht man aber richtig viel Holz für. Okay, da muss ich definitiv vorher noch sammeln. Dass wenn man die baut, dass man dann auch größere Truhen und so weiter bauen kann. Da werde ich mich auf jeden Fall auch drum kümmern. Und solche Sachen würde ich dann gerne ganz oben hin bauen. Und dann mit ein bisschen Glück sind das vielleicht so Truhen wie da vorne, so große. Die würde ich dann halt eben auch oben wie so ein Lager verteilt haben. Am liebsten würde ich die alle beschriften, aber ich, ja, Autodeposit, ne. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man, obwohl, Moment, Chest. Ah, Moment, ich muss mal eben was ausprobieren. Mine. Steht
Steht aber nichts dran. Doch, Mine. Ah, wie geil. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ja, cool. Dann würde ich die nämlich alle benennen. So habe ich das in Minecraft nämlich immer gemacht. Und würde dann oben so ein richtig schönes Lager machen. Und entsprechend natürlich dann auch die Werkbänke oben reinmachen. Und ich möchte dann später hier hinterm Haus quasi noch ein Haus bauen. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil man ja ganz, ganz viel craften kann. Also ich habe jetzt schon einiges gesehen, was man wirklich noch machen kann. Und da wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr geben. Und hier so ein Komposthaufen zum Beispiel, den möchte ich auch noch machen. Boah, 20 Steine brauche ich für eine so eine Treppe. Wollt ihr mich verarschen? Und dann weiß ich auch nicht, wie hoch die Treppe ist, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich die in den Boden reinmachen kann. Das ist das Problem. Also das müsste man mal ausprobieren. Aber ich brauche die Steine definitiv erstmal für andere Sachen. Und ich müsste dann auf jeden Fall bezüglich der Ausdauer hier so einen Campfire-Grill machen. Da gucke ich jetzt. Achso, da braucht man den normalen Grill für. Copper-Ohr brauche ich dafür. Habe ich aber, glaube ich, jetzt keine vier. Flint habe ich auf jeden Fall. Copper-Ohr. Nee, das war hier. Doch, habe ich gerade so vier. Okay. Ja, super. Dann könnte ich das definitiv auch machen. Ja, das sind jetzt so meine großen Pläne. Ich muss mal überlegen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich hier zwei Eingänge oder so mache. Einen links, einen rechts. Vielleicht noch einen in der Mitte. Dass ich dann einmal komplett rundherum welche mache. Dass man auch nicht rausfallen kann, wenn man jetzt hier so mit Vollgas läuft. Und ich denke, ich werde es dann so machen wie bei Seven Days, dass ich dann hier drin immer so reinmache. Also so einmal durch. Dann geht man hoch, so einmal durch. Bei welchem Spiel habe ich das noch gemacht? Irgendwas mit Planeten. Ich glaube, das war bei No Man's Sky oder so. Da konnte man auch Pflanzen anpflanzen. Da habe ich die auch immer so in einer Reihe gemacht. Und die wurden aber, glaube ich, automatisch bewässert. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wie viel habe ich denn jetzt hier gemacht? 1, 2, 3, 4. Ja, da muss ich mal gucken. Ich denke mal, dass ich 5 mal 5 machen werde. Dass ich dann noch eins nach links machen werde und eins nach hinten durch. Dass ich richtig, richtig viele Reihen hier habe, wo ich dann auch was anpflanzen kann. Weil, ne, man muss ja groß denken. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das schaffe, da überhaupt überall was reinzukriegen. Aber ich denke mal schon. Ja, da ich jetzt eh so viele von den... Ach so, ich brauche dann die... Ich brauche jeweils 4, um so ein Ding zu craften. Moment, dann... Und ich brauche 5 von den Dingern. Das heißt, ich brauche jeweils 20 Steine letztendlich, um ein so ein Teil zu craften. Ja, ist schon stolz. Ist die Frage, machen wir das dann in Braun oder machen wir das dann in Silber? Oder soll ich doch lieber das nehmen? Ich meine, das sieht ja auch ganz schön aus irgendwo, ne? Also das finde ich nicht so schön. Deswegen will ich das, wenn dann, schon direkt richtig machen. Die Frage ist nur... Ich könnte natürlich auch mehrfarbige machen. Ich könnte spezielle zum Beispiel für Weed machen. Plante soul does not need to be tilled. Steht das überall? Das steht überall. Okay. Ja, ich würde mal einfach, ich mache jetzt mal einfach die Steine dazu. So, und dann crafte ich die jetzt mal einfach alle. Habe ich nur 3 Stück, also viel ist es definitiv noch nicht. Okay. Gut, beziehungsweise... Eben nicht gut. Aber das lasse ich auf jeden Fall. Ja, das wird die Vorderkante werden. Die Frage ist nur, das wird auf jeden Fall die Kante nach außen werden. Ich hoffe, ich kann das dann auch... kommt der auch hier oben drauf? Wieso macht er mir das jetzt nicht hier rauf? Hallo? Socket Selector? Ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Das ist jetzt aber echt blöd. Also dann versuche ich es jetzt erstmal hier vorne hinzustellen und vielleicht... Das ist so weit weg irgendwie, finde ich.
kann die auch nicht so direkt, oder kann ich die nebeneinander bauen? Ja, es nimmt da nicht so wirklich an. Das ist aber auch blöd gemacht. Das ist aber wirklich blöd gemacht vom System her. Ich weiß jetzt auch nicht. Also wenn ich das F drücke, tut sich irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, was das sein soll. Moment. Wieso sind die jetzt so hoch? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Was, wo ist denn jetzt hier... Warum ist das mal so und mal so? Also das mit dem Stellen ist echt für den Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kann es gar nicht so nebeneinander richtig stellen. Das ist ja richtig scheiße. Ich möchte es, also ich bin halt so eine Perfektionistin und ich möchte es, wenn ich die so hinstelle, eben wirklich vernünftig nebeneinander gestellt haben. Ja, das scheint jetzt das Äußerste zu sein, was man machen kann. Das ist aber richtig, richtig Mist. Muss ich dazu sagen. Also das, nee. Jetzt kann ich das hier machen. Aber ich kann hinten wieder nicht mehr. Das ist echt scheiße gemacht. Und da ist es aber auch nicht hundertprozentig gerade. Irgendwie. Das ist jetzt echt... Mit dem Hammer kann ich die nehmen, habe ich jetzt gelesen in der letzten Folge, glaube ich. Remove Open Selector. Was soll das immer mit dem Open? Oh, okay. Nee. Ich glaube, das mit dem Selector ist nicht so eine gute Idee. Okay, aber Remove, das kann man machen. Okay, das mit dem Hammer ist gar nicht so schlecht. Ja, gut, dann muss ich die jetzt erstmal hier lassen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich jetzt überhaupt da was reinmachen kann, so wie die da stehen. Weil die sind doch eigentlich viel zu tief, würde ich jetzt mal sagen. Das wird ja noch richtig kompliziert hier. Plant Seed. Okay, das funktioniert zumindest. Aber es ist wirklich blöd, dass die da nicht, ja. Ach so, mit E. Ach, jetzt mache ich das hier die ganze Zeit mit der Maustaste. So, also benutzen kann man sie, aber normalerweise müssten die ja eigentlich viel höher sein. Ich meine, gut, wenn man davor steht, naja, gut, müssen sie nicht unbedingt höher sein. Was blöd ist, dass ich die jetzt so gar nicht danach ausrichten kann, wie ich sie gerne hätte. Weil hier, wie man sieht, geht das ja auch immer wieder ein Stückchen runter. Das hätte eigentlich vorne bei, nach zwei Brettern stehen müssen. Tut es aber nicht. Also das ist irgendwie, ja, ein bisschen seltsam gemacht, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt sehr viel gesprochen und irgendwie wenig gemacht. Aber ihr habt jetzt schon mal zumindest einen Eindruck, was ich hier machen möchte. Auch wenn ich jetzt befürchte, dass das alles gar nicht so hinhaut, wie ich das haben möchte. Das ist natürlich ziemlich blöd. Wenn ich die jetzt nicht direkt nebeneinander machen kann und die dann so, so hin und her stehen, das ist auch scheiße dann. Ich hoffe, das geht so einigermaßen auf. Ich meine, gut, wenn die jetzt so sind, dann brauche ich keine Lücken mehr zu lassen, weil dann kann man ja so da durchlaufen. Dann könnte ich die wirklich, ja, so... in Reihen aufstellen, komplett bis hinten durch, weil da kann man ja überall durchlaufen, man kann die schön gießen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Da muss ich halt noch, wie gesagt, 9 von den Platten hier zusammen sammeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich muss da noch dementsprechend viel Holz sammeln. Dann mache ich mir dann eine 5x5er Platte draus, damit ich dann unten genau die Größe habe, die ich haben will. Ja, und da muss ich mal gucken, also ob das jetzt vielleicht, es kann doch nicht daran liegen, dass das zu hoch ist, oder? Weil da hinten ist es ja relativ eben. Dass er das deswegen jetzt hier nicht vernünftig hinstellt, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, dass das daran liegt. Hier hat er das zum Beispiel komplett rübergehangen. Also man sieht ja bei beiden, dass das komplett nach unten ist. Die müssten eigentlich viel größer sein, viel höher sein.
Aber es funktioniert nicht. Also, das sind Platten, aber man kann sie irgendwie nicht als Platten benutzen. Und das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Angst. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt hier nochmal Platten da drunter machen muss. Das könnte ich mal ausprobieren. Damit man dann da vernünftig draufstellen kann. Ich könnte mal hier vielleicht eine drunter schieben und dann mal gucken. Das werde ich dann aber auf jeden Fall alles offline machen. Also da werde ich euch jetzt nicht mehr mit belästigen. Ja, ihr habt ja jetzt die Idee, wie ich das machen möchte. Falls das irgendwie hinhaut, so wie ich das haben möchte. Wie gesagt, will ich wieder hinten halt noch so diese Senkrechtdinger da reinmachen und oben dann nochmal dementsprechend komplett im Bereich machen. Ist nur die Frage, ob das dann funktioniert. Es kann natürlich sein, wenn ich Pech habe, dass ich oben den gleichen Scheiß habe und da nichts hinstellen kann. Und ja, dann quasi alles umsonst war. Das. Ja, da muss ich dann mal gucken. Ne? Sekt oder Selters, also ich baue dann die Platten und entweder ist es normales Dach oder ich kann halt wirklich eine Etage da oben machen, wo ich die Sachen craften kann. Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich hier wirklich so ein eigenes Gebäude hier mache, dass ich vielleicht unten alles zum Craften mache, wie so eine Werkstatt. Und dann oben vielleicht nochmal so ein Wohnbereich, falls man denn die obere Etage machen kann. Das weiß ich ja auch noch nicht. Ja, es ist auch schon wieder sehr spät. Wie gesagt, wir waren jetzt heute nicht so produktiv, aber ich habe ganz viel erzählt, was ich hier machen möchte und ich habe noch was vorgelesen und so. Ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt hier den Tag für heute beende, dass ich ganz, 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 ganz viel noch offline craften werde. Also sprich, ich werde ganz viel Holz noch sammeln, dann natürlich immer den Tag beenden. Ich mache das normalerweise immer so, dass ich dann Holz sammle, bis ich keine Energie mehr habe. Ach so, das hätte ich jetzt auch noch schnell machen können, fällt mir gerade ein. Das habe ich gar nicht gemacht in dieser Folge. Oh. Und wir haben jetzt, glaube ich, nur noch eine Stunde oder so Zeit. Das ist natürlich sehr blöd. Den kann ich, glaube ich, nie nehmen, ne? Nee. Ja, dass ich, wie gesagt, Holz crafte jeden Tag. Heute habe ich es, wie gesagt, vergessen. Und wenn ich dann keine Energie mehr habe, das nur so als Tipp für euch, dann laufe ich so lange, bis der Shop geöffnet wird, laufe ich hier durch die Gegend und sammle überall diese Plants, heißen die, glaube ich. Also diese normalen Pflanzen. Dafür brauche ich nämlich keine Energie. Und ich kann die einfach nehmen und kann daraus Papier machen. Und ja, kann das, ja, nicht teuer verkaufen, aber für gut Geld, finde ich, kann ich die dann verkaufen. Und wie gesagt, ich brauche dann halt auch keine Energie dafür. Und das ist sehr praktisch, um dann zusätzlich nochmal was zu verkaufen. Gerade auch, wenn man jetzt tagsüber, so wie jetzt zum Beispiel, nur am Farmen ist. Na gut, ich war jetzt nur am Reden. Ich war jetzt weniger am Farmen. Da hinten flattert irgendwas. Also die Schmetterlinge. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal so ein Schmetterlingsnetz oder so, dass wir die auch mal machen. Oh, der Mond ist schön. Dass wir die vielleicht auch mal einfangen können oder so, die Schmetterlinge. Das wäre natürlich auch ganz cool. Da hinten links sind sie. So. Nochmal schnell. Okay, um Mitternacht, glaube ich, war es, dass wir dann ins Bett müssen. Ja, und schon habe ich keine Energie mehr. Oh, ein Stern. Nein, ich muss den holen. Gib mir bitte die Zeit noch. Oh. Ah. Ich habe einen Stern gefunden, bevor ich zurückgesetzt werde. Oh, wie geil ist das denn? Hammer. Wir werden jetzt wahrscheinlich, genau, wir werden jetzt in den Schlaf gezogen. Also, wenn ihr abends spät Wish Upon a Star habe ich freigeschaltet. Oh. Also wenn ihr abends spät rumlauft und wirklich die Augen offen haltet, ich habe jetzt nicht in den Himmel geschaut, aber es hat halt hell geleuchtet, könnt ihr hin und wieder Sterne finden. Es ist so, so cool. Und ganz ehrlich, ich spiele das Spiel jetzt schon doch länger und ich finde immer wieder irgendetwas Neues. Ich finde das sowas von geil. Ja. Ich verabschiede mich erstmal für diese Folge und ja, werde offline noch einiges machen. Wie gesagt, ich werde ganz viel Holz farmen und auch noch Steine farmen und werde dann die nächsten Sachen, wo man Quests abgeben muss und so weiter, wieder mit euch gemeinsam machen. Beziehungsweise, wenn ich was aufgebaut habe, werde ich euch das dann natürlich auch zeigen in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!